Heute möchte ich mit dir ganz, ganz traditionell Ashtanga-Yoga üben, eine Lat-Class, aber in Basic-Form. Das heißt, die Übungen ganz, ganz simpel. In der I-Methode ist die Idee, dass jeder Mensch Yoga üben kann. Und wir können die Haltung anpassen an unseren persönlichen Körper und unsere persönliche Situation. Und eine meditative Praxis entsteht oft durch ein sanftes, langsames Üben. Und dazu lade ich dich herzlich ein. Du kannst im selben Rhythmus natürlich auch die traditionelle Form üben. Das heißt, ein bisschen anstrengender üben. Das bleibt dir überlassen im gleichen Rhythmus. Mein Name ist Dr. Ron Steiner von ashtangayoga.info und ich würde mich riesig freuen, wenn du dem Video gleich jetzt einen Thumbs up gibst und klick auf den Subscribe-Button, wenn du neu hier bist, damit du Inhalte wie diesen häufiger sehen kannst und so mit gezielten Yoga-Übungen deinen Körper und deinen Geist in Balance bekommen kannst. Ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die Teil der I-Community sind. Danke dir. Durch deinen Beitrag, den du selbst festlegst, kann ich Inhalte wie diesen teilen. Ohne deine Hilfe geht es nicht. Also wenn du noch nicht Teil der I-Community bist, ein Link ist in der Beschreibung dieses Videos. Da gibt es auch eine ganze Menge tolle und spannende Inhalte für dich, die dich sicher interessieren werden. Jetzt sind wir bereit für die Yoga-Praxis. Ganz traditionell mit dem Ashtanga-Yoga-Beginn-Mantra. Gib die Hände vom Herzen zusammen, atme ein und gemeinsam. Lausche. Mande Gurunan Charana Ravindi. Gemeinsam. Mande Gurunan Charana Ravindi. Sandarshita Svatma Sukhava Bodhi. Sandarshita Svatma Sukhava Bodhi. Nishreyasi Changalikayamani. Nishreyasi Changalikayamani. Sansara hala hala moha shantyai. Sansara hala hala moha shantyai. Abahu purushakaram shankachakra siddharinam. Gemeinsam. Abahu purushakaram shankachakra siddharinam. Sahasra shirasan shvetam pranamami patanjalim. Gemeinsam. Sahasra shirasan shvetam pranamami patanjalim. Om. Komm dann auf deine Yogamatte. Fang an, ein bisschen zu wippen und zu federn auf deine Yogamatte stehend. Und spür, wie alles an dir locker lässt, sich loslässt. Und kannst auch von Seite zu Seite schwingen und federn, was gerade entsteht. Und jetzt, wenn wir anfangen, uns zu bewegen, stell dir vor, dein ganzer Körper atmet. Also nicht nur die Lunge, sondern versuch den Atem in den ganzen Körper hineinzubringen. Sodass du mit der Einatmung wirklich dich ausdehnst, bis in die Fingerspitzen mit der Ausatmung wieder zusammenziehst.
und spür diesen tiefen Atem. Alles, was jetzt ist, ist dieser eine Atemzug, den du hast. Vergangenheit ist nichts weiter als eine Erinnerung. Zukunft ist nichts weiter als eine Fantasie. Die Realität ist nur in diesem Moment. Einatmung, heb die Arme für den Sonnengruß auf. Ausatmung, Knie beugen, Hände zu den Ellenbogen. Einatmung, Gewicht auf die Hände. Ausatmung, in den Vierfüßlerstand runterrücken. Einatmung, in die Rückbeuge, weiter im Herzen. Ausatmung, schieb dich in den Hund, tief atmen. 2, 3, 4 und 5. Einatmung, komm in die Mitte der Yogamatte, Gewicht auf die Hände. Ausatmung, Hände zu den Ellenbogen. Einatmung, Arme heben, berühr den Himmel. Ausatmung, senk die Arme. Gleich nochmal. Ei, komm ein. 2. Ausatmung, verneig dich. Trini, Einatmung, Gewicht auf die Hände. Chatvari, Ausatmung, geh in den Vierfüßlerstand, genieß den Rücken rund. Einatmung, Rückbeuge. Chat. Ausatmung in den Hund 1. 2. Lass den Atem auch in der Statik durch den ganzen Körper gehen. 3. 4 und 5. Nächste Einatmung, komm in die Mitte der Yogamatte, Gewicht auf die Hände. Ashta, Ausatmung, verneig dich. Nava, Einatmung, berühr den Himmel über dir. Samasthiti, Ausatmung. Ekam, Einatmung, berühr den Himmel. 2. Ausatmung, Hände zu den Ellenbogen. Trini, Einatmung, Gewicht auf die Hände. Chatvari, Ausatmung, in den Vierfüßlerstand, runterrücken. Pancha, Einatmung, in die Rückbeuge. Chat, Ausatmung, schieb dich in den Hund 1. 2. Drei. Vier. Und fünf. Einatmen, komm in die Mitte der Yogamatte, Gewicht auf die Hände. Ausatmen, verneig dich. Einatmen, ganzen Weg nach oben, berühr den Himmel. Ausatmung, senk die Arme. Gleich nochmal. Ekam ein. 2. Aus. Trini ein. Chatvari aus. Geh in den Vierfüßlerstand. Pancha einatmung, Rückbeuge. Chat. Ausatmung in den Hund. Du kannst jeden Vierfüßlerstand auch mit Chaturanga oder der schiefen Ebene ersetzen, wie du es wahrscheinlich kennst, wenn das zu dir passt. 3. Aber im Zweifelsfall lieber ein Stückchen sanfter als ein Stückchen zu anstrengend. 3. Weil Forderung ist gut, aber Überforderung ist nicht das, was wir wollen. 4 und 5. Sapta, Einatmung, lauf oder spring nach vorne. Ashta, Ausatmung, verneig dich. Nava, Einatmung, richte dich auf. Samasthiti, Ausatmung,
Surya Namaskara B. Ekam einatmen, Knie beugen, Arme heben. Dwe. Ausatmung, verneig dich. Trini einatmen, Gewicht auf die Hände. Chatvari Ausatmung, in den Vierfüßlerstand, runder Rücken. Pancha einatmen, geh in die Rückbeuge. Chat. Ausatmung, in den Hund. Linken Fuß, 45 Grad zur Seite, rechten Fuß nach vorne, zur rechten Hand. Einatmung. Ausatmung, ganzen Weg wieder nach unten in den Vierfüßlerstand, runder Rücken. Einatmung, Rückbeuge, Schatt, Ausatmung, der Hund. Oder ich sehe, die vollständige Basic-Form ist auch völlig okay. Ekadasha, Einatmung, rechten Fuß 45 Grad zur Seite, linken Fuß nach vorne. Einatmung und Dvadasha, Ausatmung, wieder ganzen Weg nach unten in den Vierfüßlerstand. Trayodasha, Einatmung in die Rückbeuge. Chaturdasha, Ausatmung in den Hund und Atmen. Kling dich ein in den Atemrhythmus. Spür, wie du die Arme bewusst lang schiebst. Drei. Vier. Und fünf. Einatmung, komm in die Mitte der Yogamatte, Gewicht auf die Hände. Ausatmung, verneig dich, Hände zu den Ellenbogen. Einatmung, Knie beugen, Arme heben. Ausatmung, senk die Arme, entspann den Nacken. Gleich nochmal. Ekam, einatmen, Knie beugen, Arme heben. Dwe. Ausatmung, verneig dich. Trini, einatmen, Gewicht auf die Hände. Chatvari, Ausatmung in den Vierfüßlerstand. Pancha, Einatmung in die Rückbeuge. Chat, wahlweise in den Hund oder ganz basic vom rechten Ellenbogen, linkes Knie zusammen. Sapta, Einatmung in Virabhadrasana oder diagonal ausstrecken. Ashta, Ausatmung, wieder alle Viere auf dem Boden runterrücken. Nava, Einatmung in die Rückbeuge. Dasha, wahlweise der Hund oder diagonal zusammenziehen. Ekadasha, Einatmung, streck dich diagonal aus oder in den Helden. Ausatmung wieder in den Vierfüßlerstand. Einatmung in die Rückbeuge, weiter im Herzen. Ausatmung, schieb dich in den Hund und atme eins. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Einatmung, komm den ganzen Weg wieder nach vorne, Gewicht auf die Hände. Ausatmung, Hände zum Ellenbogen. Einatmung, Knie beugen, Arme heben. Samasthitich, Ausatmung. Gleich nochmal. Ekam, Einatmung, Knie beugen, Arme heben. Dwe, Ausatmung, verneig dich, Hände zu den Ellenbogen. Trini, Einatmung, Gewicht auf die Hände. Chatvari, Ausatmung in den Vierfüßlerstand. Pancha, Einatmung in die Rückbeuge. Wieder wahlweise in den Hund oder diagonal zusammenziehen. Sapta, Einatmung, großer Schritt oder große Strecken. Ashta, Ausatmung, wieder in den Vierfüßlerstand runterrücken. Nava, Einatmung, genießt die Rückbeuge. Dasha, Ausatmung, linker Ellenbogen, rechtes Knie oder Hund. Ekadasha, Einatmung, großer Schritt oder große Strecke. Dvadasha, Ausatmung, runder Rücken. Trayodasha, Einatmung, in die Rückbeuge. Und Chaturdasha, Ausatmung, schieb dich in den Hund und atme. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Panchadasha, Einatmung, komm in die Mitte der Yogamatte.
Schultertasche aus, Atmung verneigt, die Hände zum Ellenbogen, Sabdatasche, Knie beugen. Samasthi, dich aus, Atmung. Ekam ein, Atmung, Knie beugen, Arme heben, Dwe, Ausatmung, Hände zu den Ellenbogen. Trini ein, Atmung, Gewicht auf die Hände. Chatvari Ausatmung, in den Vierfüßlerstand, runder Rücken. Pancha ein, Atmung, in die Rückbeuge, weit im Herzen. Chat, Ausatmung, schieb dich, diagonal zusammen oder in den Hund. Sapta ein, Atmung, großer Schritt oder große Strecken. Ashta Ausatmung, in den Vierfüßlerstand. Nava Einatmung in die Rückbeuge. Dasha Ausatmung wahlweise in den Hund oder diagonal zusammenziehen. Eka Dasha, großer Schritt oder große Strecken diagonal. Dvadasha Ausatmung wieder runder Rücken. Trayodasha, nimm die Bewegung und den Atem mit. Und Chaturdasha Ausatmung in den Hund 1. 2. Drei. Vier. Und fünf. Panchadasha Einatmung, komm in die Mitte der Yogamatte, Gewicht auf die Hände. Shodasha Ausatmung, Hände zum Ellenbogen. Sabdadasha, Knie beugen, Arme heben. Samasthi, dich ausatmen, Arme sinken lassen. Gleich nochmal. Ekam einatmen. Dwe ausatmen. Trini, Gewicht auf die Hände ein. Chatvari, geh nach hinten ausatmen. Pancha einatmen in die Rückbeuge. Chat ausatmen, diagonal zusammenziehen oder in den Hund. Sapta einatmen, streck dich diagonal aus. Ashta Ausatmung, Vierfüßlerstand, Unterrücken. Nava Einatmung, Rückbeuge. Dasha, Hund oder diagonal zusammenziehen. Ekadasha Einatmung, großer Schritt oder diagonal ausstrecken. Dvadasha Ausatmung, runde Rücken. Trayodasha Einatmung, Rückbeuge. Chaturdasha Ausatmung, in den Hund 1. 2. 3. 4. Und 5. Panchadasha Einatmung, komm in die Mitte der Yogamatte. Shodasha Ausatmung, verneig dich. Sabdadasha, Knie beugen, Arme heben. Samasthi, dich Ausatmung. Padangushtasana. Ekam Einatmung, Füße auseinander, Hände zur Hüfte. Ausatmung, beug die Knie gerne, fast die großen Zehen. Einatmung. Und dann Dwe Ausatmung, Ellenbogen zur Seite. Lass den Kopf nach unten wachsen und atme 1. 2. 3. 4. Und 5. Padahastasana. Ekam Einatmung, Handflächen unter die Füße. Dwe. Ausatmung, Ellenbogen zur Seite, Schädeldecke wächst nach unten. Die Knie dürfen ruhig gebeugt sein. 3. 4. Und 5. Trini Einatmung, schaut zum Horizont. Ausatmung, bleib hier. Samasthi, Tisch, Hände zur Hüfte, Einatmung. Ausatmung, komm zum Stehen. Vinyasa. Ekam einatmen. Heb die Arme. Dwe. Ausatmung, verneig dich. Trini einatmen, Gewicht auf die Hände. Chatvari Ausatmung in den Vierfüßlerstand. Pancha einatmen in die Rückbeuge. Chat Ausatmung in den Hund.
Sapte Einatmung gleich wieder nach vorne, Gewicht auf die Hände. Ashta Ausatmung, verneig dich. Samaste dich ein und ausatmen. Uttita Trikonasana, Ekam Einatmung, links vor, rechts zurück, Fersen auf eine Linie, der rechte Fuß zeigt längs, der linke ist eingedreht, Arme ausbreiten. Und jetzt Dve Ausatmung, zieh die Leiste nach hinten und fass mit der rechten Hand zum rechten Schienbein oder wenn du hinkommst, auch zum rechten Zeh. Blick dem linken Arm hinterher und atme tief und vollständig ein und genauso tief und vollständig aus. Zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Blick zum Boden. Trini einatmen, ganzen Weg nach oben, Füße drehen. Dann zieh die Leiste nach hinten, Chatvari Ausatmung, geht dem linken Bein hinterher, zum linken Fuß, Schienbein oder Zeh. Einatmung, schau dem rechten Arm hinterher nach oben. Genieß den Atem, der wieder in neue Räume hineinfließt. Drei. Vier. Und fünf. Blick zum Boden. Parivritta Trikonasana, Ekam Parivritta Trikonasana, Ekam Einatmung, Dve, also nach hinten drehen zum rechten Bein, das rechte Bein zeigt also in die Richtung, wo du jetzt gleich zeigst, der linke Fuß eingedreht, Becken gedreht und dann übers rechte Bein gehst du nach unten, setzt dann die linke Hand an die Innenseite des Fußgewölbes auf, sodass die Finger weg zeigen vom Fußgewölbe, den rechten Arm nach oben strecken, genießt die Drehung in der Wirbelsäule. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Blick zum Boden. Trini einatmen, ganzen Blick nach oben. Füße drehen, Becken quer, hinteren Fuß eindrehen, Arme ausbreiten. Chatvari ausatmen, jetzt übers linke Bein gestreckt runter. Dann rechten Arm, Hand auf die Innenseite des Fußgewölbes stellen, Finger zeigen weg vom Fußgewölbe. Blick dem linken Arm hinterher und atme. Genieß die Drehung. Und drei. Und vier. Und Blick zum Boden. Fünf. Punch einatmen, ganzen Weg nach oben, Füße drehen, Arme ausbreiten. Samasthiti ausatmen, komm in die Mitte der Yogamatte. Für ein Vinyasa. Komm einatmen, Dve ausatmen. Trini, Gewicht auf die Hände ein. Chatvari, geh in den Vierfüßlerstand aus. Punch, genieß eine schöne Rückbeuge ein. Chat. Schieb den Po nach hinten für die Ausatmung. Sapta, komm den ganzen Weg wieder nach vorne. Einatmung. Ashtau, verneig dich aus. Samaste dich ein und ausatmen. Uttita Parshva Konasana, Ekam Einatmung, links vor, rechts zurück, rechtes Knie beugen, Arme ausbreiten. Dve, das rechte Knie ist gebeugt, Arme ausgebreitet. Und jetzt Dve Ausatmung, platziere den rechten Ellenbogen auf dem rechten Knie. Oder wenn du willst, auch gerne die rechte Hand an der Außenseite des Fußes am Boden, dann mit dem linken Arm in die Verlängerung der Körperflanke. Tief atmen, genau. Eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Und Blick zum Boden. Fünf. Trini einatmen. Wieder ganzen Weg nach oben. Hinteren Fuß eindrehen. Linkes Knie beugen. Arme ausbreiten. Und dann Chatvari Ausatmung. Platziere den linken Ellenbogen auf dem linken Knie. Oder gerne auch die linke Hand an der Außenkante des linken Fußes. Ja, traditionell ist die Außenkante. Zwei. Drei. Vier.
und Blick zum Boden fünf. Parifritta Paschwakonasana, Ekam Einatmung, dreh dich wieder zum rechten Fuß, Schritte breitbeinig, das rechte Knie ist gebeugt, Arme ausbreiten. Und dann dreh Ausatmung, rechte Hand aufs Knie, linke Hand über den linken Oberschenkel, Handflächen vorm Herzen zusammen. Dreh dich über die rechte Schulter nach oben und genieß die Drehung. Zwei. Drei. Die einzige Realität ist die Präsenz. Vier. In dieser Haltung, in diesem Atemzug. Und fünf. Blick zum Boden. Trini einatmen, ganzen Weg nach oben. Dreh dich, komm zum linken Bein. Becken quer, linkes Knie gebeugt, Arme ausbreiten. Und dann Chatwari, linke Hand aufs linke Knie, rechten Arm übers linke Knie drüber. Gib die Handflächen vorm Herzen zusammen. Dreh dich über die linke Schulter nach oben und atme. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Blick zum Boden. Panische einatmen, ganzen Weg nach oben. Füße drehen, Arme ausbreiten. Samasthiti ausatmen, kommen in die Mitte der Yogamatte. Vinyasa. Ekam ein. Dve ausatmen, Hände zum Ellenbogen. Trini einatmen, Gewicht auf die Hände. Chatwari ausatmen, in den Vierfüßlerstand. Pancha einatmen, in die Rückbeuge. Chat, Ausatmung, in den Hund. Sapta einatmen, komm in die Mitte der Yogamatte, Gewicht auf die Hände. Ashta Ausatmung, verneig dich. Samaste dich ein und ausatmen. Prasadi der Paschottanasana, links vor. Rechts zurück, Hände zur Hüfte, Einatmung. Und dann Dve, Ausatmung. Beug die Knie gerne etwas, stützt die Hände zwischen den Füßen auf. Einatmung nochmal. Und dann Trini, Ausatmung, verneig dich eins. Versuch, dass deine Wirbelsäule lang sich streckt, also alles in Verlängerung zueinander ist. Die Hände zwischen den Füßen, also dass die Fersen der Hände mit den Fersen der Füße auf einer Linie sind. Und der Kopf, die Schädeldecke wächst zum Boden. Vier. Und fünf. Chatwari Einatmung. Streck die Arme. Bleib hier für eine lange Ausatmung. Pancha, Hände zur Hüfte. Einatmung, ganzen Weg nach oben. Bleib hier für eine lange Ausatmung. B. Ekam Einatmung, Arme ausbreiten. Dwe Ausatmung, Hände nochmal zur Hüfte. Einatmung, langer Rücken. Und dann Trini, gerne die Knie beugen, geh in die Vorbeuge. Und dann, wenn du den Rücken mindestens horizontal hast, runde den Rücken, sodass du wieder mit der Schädeldecke nach unten wächst. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Pancha einatmen, ganzen Weg nach oben. Chatwari ausatmen, bleib hier. Ekam einatmen, Arme ausbreiten. Dwe Ausatmung, Hände hinter dem Rücken zusammengeben. Einatmung lang strecken. Und dann Trini Ausatmung, geh in die Vorbeuge, lass den Nacken wieder rund werden, lang werden. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Chatwari einatmen, ganzen Weg nach oben. Ausatmung, bleib hier. D, Ekam Einatmung, Hände zur Hüfte. Richte dich weit auf. Dwe Ausatmung, fass mit den Händen die großen Zehen. Einatmung, langer Rücken.
drin jetzt, roll dich nach unten, bis der Schädeldecke den Boden berührt. Wenn dir schwindelig wird bei den Positionen, mir wird er immer schwindelig. Das ist völlig harmlos, das ist sogar ein gesundes Zeichen. Der Blutdruck sinkt dann, das Blut wird basisch, ist also alles okay. Aber tu mir einen Gefallen, bevor du ohnmächtig wirst, setz dich hin. Und warte kurz, bis der Schwindel weg ist. Und Chatwari, Einatmung, schau zum Horizont. Ausatmung, bleib hier. Pancha, Einatmung, richte dich auf. Samastiti, Ausatmung, komm zum Stehen. Vinyasa, Ekam, Einatmung, heb die Arme. Dwe, Ausatmung, verneig dich. Trini, Einatmung, Gewicht auf die Hände. Chatwari, Ausatmung, in den Vierfüßlerstand. Pancha, Einatmung, in die Rückbeuge. Chat, Ausatmung, in den Hund. Sapta, Einatmung, komm in die Mitte der Yogamatte. Ashta, Ausatmung, verneig dich. Samastiti, ein und Ausatmung. Parshvottanasana. Ekam, Einatmung, Hände hinter dem Rücken zu den Ellenbogen. Oder wenn du willst, kannst du auch die Hände zwischen den Schulterblättern zusammengeben. Linken Fuß vor, rechten Fuß hinter, Füße breitbeinig, Becken quer, Einatmung. Und dann mit Dwe, Ausatmung, beugst du dich übers rechte Bein nach vorne. Vielleicht kommt irgendwann dein Kinn zum Schienbein. 2, 3. 4 und 5. Trini einatmen, ganzen Weg nach oben, Füße drehen, Becken quer. Chatwari ausatmen, beug dich übers linke Bein nach vorne. 1, 2, 3. 4 und 5. Pancha einatmen, ganzen Weg nach oben, Füße drehen. Samastiti ausatmen, komm zum Stehen. Vinyasa. Ekam einatmen. Dwe ausatmen. Trini Gewicht auf die Hände ein. Chatwari, Ausatmung in den Vierfüßlerstand, runder Rücken. Pancha, Einatmung in die Rückbeuge. Chat, Ausatmung, schieb dich in den Hund. Wir kommen volles Vinyasa wieder zum Stehen. Sapta, Einatmung. Ashta, Ausatmung, verneig dich. Samastiti, dich ein und Ausatmung. Uttita, Hasta, Padangusthasana. Linke Hand in die Hüfte, rechten Arm nach vorne strecken. Ekam, Einatmung, fasst dein rechtes Knie oder wenn du willst, deine rechte große Zehe. Und dann Dwe, Ausatmung, beug dich nach vorne, sodass du wie eine Vorwärtsbeuge machst, nur im Stehen. 2, das ist eine Gleichgewichtshaltung. Genau, 3, entweder Knie fassen oder Zeh fassen. 4 und 5. Trini, Einatmung, Kopf heben und jetzt Chatwari, Bein zur Seite. Ausatmung. Entweder Knie fassen oder Zeh fassen. Es gibt beide Möglichkeiten. 1, 2. Blick über die linke Schulter. 3, wenn du kannst, natürlich nur. 4 und 5. Pancha, Einatmung, Bein wieder nach vorne. Schat, fass dein Knie oder den Fuß mit beiden Händen. Zieh Knie oder Fuß heran. Sapta. Einatmung, löst den Griff und Hände zur Hüfte. 1. Gerne Knie gebeugt oder Knie gestreckt, was du halt kannst. 3, 4 und 5. Senk dein Bein ab. Ashta, Einatmung, linkes Bein heben. Nava, Ausatmung, neig dich nach vorne und atme. 1, 2, 3, 4 und 5. Dasha, Einatmen, Kopf heben. Ekadasha,
Ausatmung, linkes Bein nach links, Blick über die rechte Schulter, wahlweise ist dein Knie oder deine Zehe gefasst. 2. 3. 4. Und 5. Vata-dasha einatmen. Trayudasha Ausatmung, heb das Bein nach oben. Chaturdasha Einatmung und Ausatmung 2, Entschuldigung, 1 natürlich. 2, 3, 4 und 5, senkt dein Bein ab. Vinyasa, Ekam Einatmung, 2, Ausatmung. Trini Einatmung, Gewicht auf die Hände. Chatvari Ausatmung in den Vierfüßlerstand. Pancha Einatmung in die Rückbeuge. Chat Ausatmung in den Hund. Sapta Einatmung, komm wieder nach vorne, Gewicht auf die Hände. Ashta Ausatmung, verneig dich. Samasthiti sich ein, Ausatmung, stell dich auf. Uttita Pash, Ardha Bhara Padmottanasana. Gewicht aufs linke Bein. Ekam Einatmung, rechten Fuß auf deinen linken Oberschenkel, ganz dicht über dem Knie. Einatmung und dann Dreh, Ausatmung. Neig dich nach vorne und versuch wahlweise dein Schienbein mit den Oberarmen einzuklemmen oder auch den linken Oberarm an die Außenseite der linken Fußsohle zu geben, an die Unterseite der linken Fußsohle zu geben. Wenn du kannst, kannst deinen Kopf nach unten nehmen, sodass die Halswirbelsäule in Verlängerung der ganzen Wirbelsäule ist und du Richtung Schienbein blickst. 4 und 5. Trini Einatmung, nur halben Weg nach oben. Ausatmung, bleib hier. Chatvari Einatmung, jetzt ganzen Weg hoch. Pancha Ausatmung, Bein absenken. Chat Einatmung, linkes Bein heben. Sapta Ausatmung, verneig dich. Also linkes Bein wieder, das Knöchel ist in der Nähe des Knies auf dem Oberschenkel. Und dann verneig dich mit Sapta, sodass dein Schienbein die Oberarme berührt oder auch wahlweise dein rechter Oberarm unter der Fußsohle lang vorbeigeht. Hände zusammen. Wenn du kannst, nimm den Kopf rein, sodass du zum eigenen Schienbein schaust. Das macht die Sache nicht unbedingt leichter. 3. 4 und 5. Ashta Einatmung, Kopf heben. Bleib hier, Ausatmung. Nava Einatmung, ganzen Weg aufrichten. Samasthiti, Ausatmung. Vinyasa. Tam Einatmung. Dve, Ausatmung. Trini, Gewicht auf die Hände ein. Chatvari Ausatmung in den Vierfüßlerstand. Pancha Einatmung in die Rückbeuge. Chat Ausatmung, schieb dich in den Hund. Utkatasana. Sapta Einatmung, komm in die Mitte der Yogamatte. Knie beugen, Arme heben. Tief atmen. 1, 2, 3, 4 und 5. Hände aufstützen. Ashtau, versuch so viel Gewicht wie möglich auf die Hände zu geben. Vielleicht kannst du dabei die Füße kurz abheben vom Boden. Nava Ausatmung in den Vierfüßlerstand. Dasha Einatmung in die Rückbeuge. Ekadasha Ausatmung in den Hund. Linken Fuß, 45 Grad zur Seite. Rechten Fuß nach vorne. Arme seitlich heben und atme tief ein. Und genauso tief aus. 2. 3, 4 und 5. Nochmal Einatmung. Ashtau, dreh dich um zum linken Bein. Setz die Füße wieder so, dass sie breitbeinig sind, dass dein Becken quer stehen kann zur Matte. Tief atmen. 2, 3, 4 und
fünf. Mach den Schritt länger. Einatmung, blick dem linken Arm hinterher und atme eins. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Nochmal Einatmung. Dasche Ausatmung. Dreh dich zum rechten Bein wieder. Die Fersen sind auf einer Linie. Zieh die Leiste nach hinten. Achte darauf, dass jetzt dein rechtes Knie in Richtung des rechten Fußes zeigt. Der linke Fuß ist leicht eingedreht. Tief atmen. Drei. Vier. Und fünf. Ausatmung. Hände aufstützen. Gib wieder so viel Gewicht mit Ekadasche auf die Hände, wie du kannst. Vielleicht heben sogar deine Füße kurz ab. Dvadasche Ausatmung in den Vierfüßlerstand. Trayodasche Einatmung, Rückbeuge. Chaturdasche Ausatmung, Hund. Dandasana, Sapta Einatmung, komm nach vorne. Ausatmung, setz dich ab, streck die Beine nach vorne aus. Zieh die Sitzbeinhöcker nach hinten, platzier die Hände neben den Oberschenkeln und atme. Tief ein. Und genauso tief aus. Zwei. Drei. Vier. Spür den Atem. Und fünf. Noch einmal einatmen. Paschimottanasana, Ashtanga, Ausatmung, fast die großen Zehen. Einatmung, langer Rückenblick zum Himmel. Nava, Ausatmung, zieh vielleicht die Sitzbeinhöcker noch mal weiter hinter, bevor du mit der Schädeldecke oder mit dem Nacken beginnen, dich nach vorne streckst, so als ob du mit dem Hinterkopf die großen Zehen berühren wolltest. Also weit nach vorne. Knie dürfen leicht gebeugt sein. Drei. Vier. Und fünf. Dasche einatmen, Kopf heben, Arme strecken, Hände bleiben an den Füßen. Ausatmen. Stütz die Hände auf den Boden auf. Ekadasche, schau mal, ob du dich hochheben kannst. Paschimottanasana, B. Ashtanga, Ausatmung, setz dich ab, zieh die Sitzbeinhöcker nach hinten, fass von oben über die Füße, einatmen. Und dann Nava, Ausatmung, neig dich nach vorne, genieß den Atem. Genieß die Dehnung in den Beinrückseiten. Drishti, kannst du in die eigene Nasenspitze gehen. Drei. Vier. Und fünf. Dasche Einatmung, Kopf heben. Ausatmung, bleib hier. Hände aufstützen. Ekadasche Einatmung. Ganz hochheben, Paschimottanasana. C, Ashtanga, Ausatmung, zieh die Sitzbeinhöcker nach hinten. Passt von der Seite an die Füße, Einatmung. Und dann Nava, Ausatmung, eins. Zwei. Drei. Vier. Und Dasche Einatmung, Kopf heben. Ausatmen, bleib hier. Hände aufstützen. Ekadasche Einatmung, lift. Paschimottanasana D. Setz dich ab, zieh die Sitzbeinhöcker nach hinten. Gerne die Knie beugen. Schau mal, ob du ganz um die Füße rumlangen kannst. Wenn nicht, einfach genauso wie vorher wieder lange Einatmung. Und dann Nava Ausatmung, verneig dich. Versuch wieder weit nach vorne zu kommen mit der Schädeldecke. So dass die Wirbelsäule richtig lang wird. Also nicht einfach nur zusammenknüllen, sondern streck dich nach vorne. Vier. Und fünf. Dasche einatmen, Kopf heben. Ausatmen, klein zusammenziehen. Vinyasa. Ekadasche einatmen, das V. Dvadasche oder auch gerne das andere Vinyasa ablegen. Trayodasche einatmen, die Rückbeuge. Chaturdasche Ausatmung, der Hund oder der liegende Hund. Purvottanasana.
Sapte Einatmung, roll nach oben, stütz die Füße auf, die Hände hinter dir und dann Ashtar Einatmung, heb die Hüfte hoch für den Tisch. Gerne kannst du es auch mit gestreckten Beinen machen, wenn du das Gefühl hast. Es fühlt sich besser an für dich. 2. 3. 4. Und 5. Nochmal einatmen. Navar Ausatmung absenken. Dasha Einatmung fürs Vinyasa. Heb die Beine oder die Arme. Dvadasha Ausatmung. Senk dich ab. Trayudasha Einatmung. Deine Rückbeuge. Chaturdasha Ausatmung. In den Hund oder liegenden Hund. Ardha Bhadra Padma Paschimottanasana. Sapta Einatmung wieder nach vorne. Ausatmung, platziere den rechten Knöchel auf dein linkes Schienbein. Zieh die Sitzbeinhöcker nach hinten. Noch einmal Einatmung. Und dann Ashtar Ausatmung. 1. 2. 3. 4. Und 5. Dasha Einatmung, Kopf heben. Ausatmung, bleib hier. Vinyasa, Ekal, Dasha Einatmung, lift. Ekal, Dasha Ausatmung, spring oder roll dich nach hinten. Dvadasha Einatmung, die Rückwärtsbeuge. Trayudasha Ausatmung, der Hund oder liegende Hund. Chaturdasha Einatmung, komm nach vorne, linkes Bein. Das Knöchel auf Schienbein, also nicht auf dem Oberschenkel, sondern auf Schienbein. Einatmung. Und dann Panchadasha Ausatmung. Verneig dich. Versuch, mit dem Gesicht Richtung Fuß zu kommen, mit der Schädeldecke Richtung rechten Fuß. Und 3. Genieß die Dehnung, genieß den Atem. Und 4. Und 5. Dvadasha Einatmung, Kopf heben. Ausatmen, bleib hier. Trayudasha Einatmen, lift oder V. Chaturdasha Ausatmen, spring oder roll dich ab. Panchadasha ein, Ekona Vimshati Einatmen, Rückbeuge. Vimshati Ausatmen, in den Hund. Triangmukhaika Pada Paschimottanasana, Sapta Einatmen, komm nach vorne. Linkes Bein nach vorne strecken, rechten Fuß neben den rechten Po. Gerne darf der rechte Po in der Luft sein, fass mit der linken Hand weit nach vorne, neben den linken Fuß, fass mit der rechten Hand an die Außenkante des linken Fußes, nochmal einatmen. Und dann mit Ashtar Ausatmung streck dich nach vorne, genieß die Dehnung in beiden Beinen. Je mehr du mit der linken Hand drückst, desto mehr Dehnung kommt auch im rechten Oberschenkel an. 2. 3. 4. Und 5. Navar einatmen, Kopf heben. Ausatmen, bleib hier. Vinyasa. Dasha einatmen. Lift oder V. Ekadasha Ausatmung landen. Dvadasha einatmen, Rückbeuge. Trayudasha Ausatmen in den Hund. Chaturdasha einatmen, ganzen Weg hoch. Rechtes Bein ausstrecken. Knie zusammen, Füße zusammen. Gib die rechte Hand an die Außenkante des linken Fußes. Einatmung. Und dann Panchadasha aus. Den ganzen Weg nach vorne strecken und atmen. 1. 2. 3. Und 5. Shodasha Einatmung, Kopf heben. Ausatmen, bleib hier. Vinyasa. Saptadasha Einatmung, V. Ashtadasha Ausatmen, absenken. Ekona Vimshati die Rückbeuge. Vimshati Ausatmung, den Hund. Janusha Shasana A. Sapta Einatmung, komm wieder nach vorne. Rechte Fußsohle an die linke Wade anmodellieren. Zieh die Sitzbeinhöcker nach hinten. Einatmung, langer Rücken.
Und dann Ashtar ausatmen, geh nach vorne und atme. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Einatmen, Kopf heben, das Navel ausatmen, bleib hier. Dann Dasche einatmen, lift die Beine oder heb dich hoch. Ekadasche ausatmen, ablegen. Dvadasche einatmen, Rückbeuge. Trayudasche ausatmen, in den Hund. Chaturdasche einatmen. Komm nach oben, gib die linke Fußsohle an die rechte Wade dran. Einatmung, langer Rücken, schaut zum Himmel. Panchadasche ausatmen, ganzen Weg nach vorne. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Shodasche einatmen, Kopf heben. Ausatmen, bleib hier. Saptadasche einatmen, lift. Ashtadasche ausatmen, landen. Ekona Vimshatthi, Rückbeuge. Vimshatthi Ausatmung in den Hund. Chanusha Shasana B. Sapta Einatmung, Ausatmung. Jetzt gibt die linke Ferse und das linke Knie. Einatmung fast zum linken Fuß. Gibt die rechte Ferse und das linke Knie. Und dann Ashtar Ausatmung, ganzen Weg nach vorne strecken. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Nabe einatmen, Kopf heben. Ausatmen, bleib hier. Vinyasa. Dasche einatmen, Beine heben oder Po heben. Ekadasche ausatmen, abrollen oder abspringen, nach hinten laufen. Einatmen, Rückbeuge. Trayudasche ausatmen, in den Hund. Chaturdasche. Einatmen, komm nach vorne, linke Ferse unter die rechte Kniekehle. Einatmung. Und dann Panchadasche ausatmen, neig dich ganz weit nach vorne. Eins. Konzentriere dich auf den tiefen Atem. Drei. Vier. Und fünf. Shodasche einatmen, Kopf heben. Ausatmen, bleib hier. Saptadasche einatmen, V. Ashtadasche Ausatmung, abrollen. Ekona Vimshatthi Einatmung, Vimshatthi Ausatmung in den Hund. Chanusha Shasana C, Sapta Einatmung, komm nach vorne. Jetzt stell den rechten Fuß so auf, dass die Fußsohle die Knie, das Knie anmodelliert, die Ferse so ein bisschen gehoben ist. Einatmung und dann Ashtar Ausatmung, geh in die Vorwärtsbeuge und atme. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Navel einatmen, Kopf heben. Ausatmung, bleib hier. Vinyasa. Dasche Einatmung, lift. Ekadasche Ausatmung, abrollen. Dvadasche Einatmung, Rückbeuge. Trayudasche ausatmen, in den Hund. Chaturdasche einatmen, komm nach vorne, platziert die linke Fußsohle, so dass die Fußsohle das Knie anmodelliert, die Ferse leicht gehoben ist. Einatmung fast nach vorne und Panchadasche ausatmen, lang nach vorne strecken. Eins. Und zwei. Genieß die Dehnung in der linken Po-Hälfte, in der linken Hüftseite. Vier. Und ein Bonusatemzug. Vier. Und fünf. Shodasche einatmen, Kopf heben. Ausatmen, bleib hier.
Saptadasha Einatmung, ganzer Lift. Ashtadasha Ausatmung, absinken. Ekona Vimshatich, Rückbeuge, Einatmung. Vimshatich in den Hund, Ausatmung. Marichyasana Asapta, Einatmung, komm nach oben. Platziere den rechten Fuß neben dem rechten, also dicht am rechten Po. Abstand zwischen den Oberschenkeln. Einatmung, fass mit der rechten Hand nach vorne an die Außenkante des linken Fußes. Und Ashtau, Ausatmung, weil streck dich nach vorne und atme. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Einatmung, Kopf heben, langer Rücken. Ausatmung, bleib hier. Vinyasa. Dasche, Einatmung, streck die Arme. Ekadasche, Ausatmung, roll dich ab. Dvadasche, Einatmung, Rückbeuge. Trayodasche, Ausatmung, in den Mund. Chaturdasche, Einatmung, komm nach vorne. Linken Fuß aufstützen, rechte Hand. Einatmung. Und dann Panchadasche, Ausatmung, eins. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Shodasha, Einatmung, Kopf heben. Ausatmen, bleib hier. Saptadasha, Einatmung, V. Ashtadasha, Ausatmung, landen. Ekona Vimshatich, Rückbeuge. Vimshatich, Ausatmung, in den Hund. Marichyasana, B. Eine geht noch. Geh nach oben, Ausatmung. Gib jetzt den linken Fuß an den rechten Po, die rechte Ferse an den linkes Knöchel. Einatmung, fass mit den Händen nach vorne. Und Ashtau, Ausatmung. Versuch dich zu verneigen, bis du mit der Stirn oder dem Kinn den Boden berührst. Eins. Du könntest eine Dehnung spüren, vor allem in der rechten Hüfte. Zwei. Wenn du die spürst, zieh dein rechtes Knie ein bisschen näher zu dir ran. Drei, um sie noch mehr zu intensivieren. Vier. Und fünf. Nava Einatmung, Kopf heben. Ausatmen, bleib hier. Dasche, Einatmung, Lift. Ekadasche, Ausatmung, abrollen. Dvadasche, Rückbeuge ein. Trayodasche, Ausatmen, in den Hund. Chaturdasche, Einatmung, komm nach vorne. Ausatmung, gib jetzt den linken Fuß zum rechten Po. Die linke Ferse ans rechte Knöchel. Einatmung. Und dann Panchadasche, Ausatmung, streck dich nach vorne. Tief atmen, zwei, drei, vier und fünf. Shodasha, einatmen, Kopf, heb den Kopf, ausatmen, bleib. Saptadasha, einatmen, V. Ashtadasha, Ausatmung, absenken. Ekona Vimshatich, Einatmung. Vimshatich, Ausatmung. In den Hund. Marichyasana, C. Sapta, Einatmung. Ausatmung, rechten Fuß aufstellen. Fass mit der linken Hand zum rechten Schienbein. Blick über die rechte Schulter und dreh dich. Tief atmen. Das ist die vorletzte Haltung übrigens. Zwei. Genieß die Drehung und alle, die die traditionelle Form kennen, ihr dürft natürlich auch gerne weiter. Vier. Und fünf. Dreh dich nach vorne. Ashtau, Einatmung, V. Nava, Ausatmung, landen. Dasche, Einatmung, in die Rückbeuge. Ekadasche, Ausatmung, in den Hund. Dvadasche, Einatmung, komm nach vorne. Linken Fuß aufstützen, fass mit der rechten Hand. Zum linken Schienbein einatmen, Blick über die linke Schulter und atmen. Genießt den schönen tiefen Atem. Zwei.
Drei. Vier. Und fünf. Ausatmen. Dreh dich nach vorne. Entfalte die Beine. Dasche ein. Dreierdasche einatmen. Lift. Chaturdasche ausatmen. Lande. Panchadasche einatmen. Shodasche ausatmen. In den Hund. Marichasana Desapta Einatmung, komm nach vorne, linken Fuß zum rechten Po, rechte Ferse zum linken Knöchel, fass dann mit der linken Hand zum rechten Schienbein und dreh dich über die rechte Schulter und atme. Zwei. Drei. Vier. Und fünf, außerdem dreh dich nach vorne. Ashta, Einatmung, heb den Po oder die Beine. Nava, Ausatmung, roll dich ab oder lauf nach hinten. Dasche, Einatmung, Rückbeuge. Ekadasche, Ausatmung, Hund. Dvadasche, Einatmung, komm nach oben. Rechten Fuß zur linken Po, linke Ferse ans rechte Knöchel. Einatmung, Blicke über die linke Schulter und atme. Zwei, genieß die Drehung in der Wirbelsäule, genieß die Dehnung, wahrscheinlich in beiden Beinen spürst du sie. Auf der Außenseite des linken Oberschenkels, Hüfte, so um den rechten herumwickeln. Drei, vier und fünf, dreh dich wieder nach vorne. Dreierdasche einatmen, lift, Chaturdasche ausatmen, absenken. Panchadasche Einatmung, Rückbeuge, Shodasche Ausatmung in den Hund. Navasana, jetzt aber wirklich allerletzte Übung. Einatmung, komm nach oben, tief atmen im V. Zwei, drei, vier und fünf. Klein zusammenziehen. Stütz die Hände auf und schau mal, ob du dich hochheben kannst. Dann wieder absetzen, wiederhol die Haltung. Eins. Zwei, Handflächen schauen zueinander, Beine so weit strecken, wie du kannst. Drei, vier und fünf, klein zusammenziehen, Einatmung hochheben, wenn du kannst, Ausatmung absenken und noch ein letztes Mal. Eins, zwei, drei, vier und fünf, klein zusammenziehen, Vinyasa. Nava Einatmung, Lift oder V, Dasche Ausatmung, abrollen. Ekadasche Einatmung, Rückbeuge, Dvadasche Ausatmung, der Hund. Abschlusssequenz, Urdhva Dhanurasana, roll nach vorne oder spring nach vorne, leg dich flach auf den Rücken ab. Ashtau Einatmung, platziere die Füße neben der Hüfte, die Arme wie Kakteen, Ausatmung. Nava Einatmung, heb die Hüfte hoch. Für die Schulterstandbrücke oder wenn du willst, auch gerne die Handstandbrücke. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Ausatmung absenken. Gleich noch einmal hochheben. Einatmung, Hüfte heben. Schulterstandbrücke, wenn du willst, auch gerne die Handstandbrücke. Zwei, drei, vier und fünf. Nochmal Einatmung und dann Ausatmung, Nava absenken. Letztes Mal, Hände aufstützen, Dasche einatmen, Arme heben. Für die Handstandbrücke oder auch gerne die Schulterstandbrücke, je nachdem, was für dich die richtige Variante ist. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Einatmung und dann Dasche Ausatmung, leg dich ab. Platz, streck die Beine senkrecht in die Luft.
Wenn du in der tiefen Rückbeuge warst und du sagst, du brauchst jetzt Paschimottanasana als Vorbeuge, mach das. Ich denke, für die meisten von euch ist es gut, wie für mich gerade, die Beine einfach senkrecht hochzustrecken. Das kannst du aber entscheiden, ja? Wenn du sagst, die Vorbeuge, die muss jetzt einfach sein, sonst kannst du nachher nicht gerade laufen. Mach die. Für mich ist es so, ich möchte gleich die Beine in die Luft strecken für die Umkehrhaltung. Bitte jetzt bei der Umkehrhaltung auf jeden Fall die Basic-Form, keine traditionelle Form, weil wir machen hier keine Ausgleichshaltung zu dieser Umkehrhaltung. Das ist unsere letzte Haltung vor der Entspannung. Spür den Atem, der letzte tiefe, bewusste Atem für diese Praxis. Noch einmal Einatmung und noch einmal Ausatmung und dann noch einmal Einatmung und dann noch einmal Ausatmung. Hier und jetzt. Vergangenheit ist nichts weiter als eine Erinnerung. Zukunft ist nichts weiter als eine Fantasie. Letztes Mal einatmen und dann lass dich einfach auf den Boden fallen für Shavasana ausatmen. Gib bewusst den Atem auf, lass dich einfach liegen auf dem Boden und spür, wie alles loslässt. Wenn du noch eine kleine Ausgleichsbewegung brauchst, nimm die gerne. Ansonsten leg dich hin, sodass du einfach da liegst. Die Augen geschlossen. Und genieß. Wie alles ruhig wird. Wie alles schwer zum Boden sinkt. Entspannung ist genauso wichtig wie alle anderen Aspekte der Yoga-Praxis. Spür, wie die Wellen des Atems verebben, wie es nichts zu tun gibt in diesem Moment.
Komm dann wieder in Bewegung, reck und streck dich. Und wenn du dich aufsetzt, dreh dich zu mir. Spür im Sitzen nochmal nach. Ist Balance in dir entstanden, in deinem Körper, in deinem Geist? Ich hoffe, bei mir ist ein bisschen mehr Balance entstanden. Gib die Hände vom Herzen zusammen. Atme ein. Lausche. Swasti Prachabhyav Paripalayantam. Gemeinsam. Svasti prachabhyav paripalayantam nyayena margena mahi mahisha nyayena margena mahi mahisha go brahmane pyashupamastu nityam go brahmane pyashupamastu nityam lokah samastah sukhino bhavantu lokah samastah sukhino bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Das war das ganz traditionelle Ashtanga-Yoga-Abschlussmantra. Vielen Dank fürs Mitüben. Ich würde mich riesig freuen, wenn du, bevor du gehst, mir einen Kommentar schreibst, damit ich weiß, was du erlebt hast in dieser Stunde. Ob du anderer Meinung bist als ich. Ja? Darf ich Ashtanga-Yoga anpassen dürfen? Wie wird es in der einen Methode machen, dass wirklich jeder Mensch üben kann? Oder sagst du, oh nee, das ist dann doch ein bisschen zu weit weg für mich vom Ashtanga-Yoga. Das würde mich interessieren, deine Meinung dazu. Und natürlich auch, wenn du einen Wunsch an mich hast, was du gerne von mir lernen möchtest. Schreib mir einen Kommentar, ich notiere ihn mir, damit ich ihn beantworte in einer meiner nächsten Stunden. Als kleines Dankeschön habe ich einen Link in die iCommunity, da warten viele enthusiastische Yogis und Yoginis auf dich, die mit dir gerne Yoga üben möchten, live, aber auch über aufgezeichnete Stunden, Tutorials zur Therapie und zur Philosophie. Also ich glaube, richtig dein Ding. Und das Wichtigste, du kannst mit einem Beitrag, den du selbst festlegst, entscheiden, wie du Inhalte wie diesen unterstützen möchtest. Und das ist total wichtig. Also ohne deine Unterstützung kann ich solche Inhalte nicht mit dir teilen. Deswegen probier es aus. Ich freue mich, wenn du Teil der iCommunity wirst. Namaste und einen wunderschönen Tag.